Ja, hallo zum neuesten Inkscape-Screencast. Der Sommer naht ja mit unaufhaltbaren Schritten. Draußen wird es langsam wieder wärmer und wenn es dann ganz warm ist, dann möchte man durchaus auch gerne mal das ein oder andere kühle Eis schleckern. Wir schleckern hier aber kein Eis, sondern wir zeichnen uns lecker Eis, nämlich dieses Eis, was wir im Hintergrund sehen können. Das Original hat sich irgendwann mal Christian von Chris Design einfallen lassen und auch Richard Quarin alias Heathen X hat darüber schon einen Screencast gemacht, der allerdings in Englisch ist. Und ja, ich mache ihn halt nochmal in Deutsch. Ein paar Dinge, die Richard da macht, mache ich ein klein wenig anders, aber dazu an den entsprechenden Stellen mehr. Hier sind nochmal die Adressen von Chris und von Richard. Wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, findet natürlich auch in meinem Blog dann später einen entsprechenden Eintrag mit dem Tutorial. Die Farbpalette hier, die stammt im Original von Chris und die könnt ihr bei Chris, bei Richard und später auch natürlich bei mir entsprechend herunterladen und zwar hier als das gesamte Bild und dann könnt ihr das ganz einfach abnehmen. Ja, dann kann es eigentlich schon mal losgehen. Ich lösche erstmal das, was wir nicht mehr brauchen. Die Adressen und das Bild. Die Farbpalette brauchen wir noch. Das haben wir einen Rennfehler. So, nee. Na gut, dann machen wir es so. Okay, jetzt ist daran zu sehen. Als erstes zeichnen wir uns ein Rechteck. In etwa so. Und dem Rechteck runden wir dann ganz einfach die Ecken ab, indem wir auf das Werkzeug Knoten und Anfasser eines Pfades bearbeiten gehen. Und unten hier das Rechteck so ab, dass hier schöne Rundung entsteht und fast ein Oval, ein kleines bisschen gerade hier oben soll es noch sein. Wenn wir das im Anschluss getan, wenn wir das getan haben, wandeln wir dieses Objekt in einen Pfad um, indem wir auf Pfad, Objekt in Pfad umwandeln gehen oder Umschaltsteuerung plus C. Was war das? Ah, habe ich wieder aus Versehen das Ausschneidwerkzeug betatscht. Okay, dann dürfte es jetzt ein Pfad sein und im Anschluss selektieren wir ganz einfach die oberen Knotenpunkte und mit der Komma-Taste versetzen wir die Knoten ein kleines wenig nach innen. Einfach ein bisschen drücken. So, ja, ich denke, so ungefähr passt das. Ja, das sollte dann auch so in etwa aussehen. Davon machen wir uns ganz einfach mit Steuerung D ein Duplikat. Geben wir gleich mal eine andere Farbe, damit wir das besser sehen. Und mit Steuerung Shift. Und dann skalieren wir das Ganze ein klein wenig kleiner. In etwa so. Ja, sieht man, was es werden soll. Unser Stiel. Jetzt habe ich den allerdings von Hand verschoben. Was sind das? Aber das ist kein Problem. Mal einfach das Ordnungswerkzeug benutzen. So, so passt das. Ups. Dann drehen wir das im Anschluss gleich. Richard hat hier genau aufgepasst, dass er auf 20 Grad gedreht hat. Ich denke 24, ja. Das ist okay. Setzen wir ganz nach unten. So. Und dann können wir auch schon weitermachen. Wir gehen einfach mit der Plus-Taste, gehe ich damit rein. Und dann werden wir uns das Werkzeug gerade Linien und Bezirkkurven zeichnen. Und Richard macht an der Stelle ganz einfach: er fängt hier oben an und setzt ganz, 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 ganz viele Knotenpunkte. Im Anschluss rundet er die Knotenpunkte ab. Und dann auch bereinigt er den Pfad und dann
arbeitet er mit dem Werkzeug Objekte verbessern und verformen und malt hier vielleicht 30, 40 Sekunden lang herum. Das ist ein Weg, wie ich ihn nicht mache. Ich setze mir lieber bewusst meine Knoten und habe so die volle Kontrolle und ich bin einfach schneller auf diesem Weg. Ja? Außerdem, wenn man den Weg geht, das Werkzeug hier ist in etwa vergleichbar mit dem Sculpting-Tool in Blender. Man haut, sag ich mal, auf den Klumpen Lehm so lange ein, bis vielleicht das Passende rauskommt. Kann aber nicht so bewusst bestimmen, wo es lang geht. Und mit der Methode, die ich benutze, bestimme ich bewusst, was rauskommt. Und so lerne ich auch eher mit Knoten umzugehen. Also wir zeichnen uns hier so einen einfachen Pfad. Der zweite Tropfen halt ein bisschen kleiner. So sieht mein Pfad erstmal aus. Ich glaube, den Knoten hier muss ich ein kleines bisschen nach unten versetzen. Zack, zack, zack. So. Und den auch ein bisschen nach oben. So. Und den auch ein bisschen nach unten. So. So sieht mein Pfad aus, ganz einfach. Wir gehen wieder auf das Werkzeug Knoten und Anfasser eines Pfades bearbeiten. Selektieren dann alle Knoten hier unten, nicht die oberen drei. Ja, entweder indem wir einen Rahmen drumherum ziehen oder jeden einzelnen Knoten selektieren, wenn wir dazu die Shift-Taste gedrückt halten. Und dann runde ich ganz einfach diese Knoten ab. Das Ganze sieht dann schon so aus. Gehen wir noch ein bisschen ran. So, und dann kann ich hier ganz einfach noch ein bisschen bestimmen, wie es aussieht. Ja, das sieht eigentlich gar nicht mehr so doof aus, aber ich schiebe die mal noch ein bisschen nach oben und ein bisschen nach unten und den Knoten nehme ich ein bisschen so rum und die drei hier schiebe ich mal noch ein bisschen nach oben. So. So, also so gefällt mir das schon relativ gut. Dann wechseln wir wieder auf das Selektionswerkzeug, selektieren diesen Pfad und unsere Eisform, Grundform sage ich jetzt mal, mit Steuerung Plus oder über Pfadvereinigung vereinen wir diese. So aus der Ferne gefällt mir der hier noch nicht. Ist aber kein Beinbruch. Ich versetze hier einfach mal noch den Knoten noch mal ein bisschen. Und so. So, ja, so gefällt mir das ganz gut. So. Wenn wir das getan haben, machen wir davon noch ein Duplikat. Dem geben wir ganz einfach erstmal eine andere Farbe. Und hier kommt der wesentliche erste Unterschied zu dem, nee, ist eigentlich schon der zweite. Die Knoten habe ich ja schon anders gemacht. Hier ein zweiter Unterschied. Richard fängt dann an, selektiert bei diesem, bei dieser Form die beiden Tropfen, also die Knotentropfen und macht die wieder mit der Komma-Taste kleiner und zieht sie dann gerade und dann gibt er den ganzen eine Unschärfe. Was dazu führt, dass die Unschärfe auf jeden Fall über die Grundform hier hinausragt. Ja, also ich mache das jetzt einfach mal, dann sieht man das. Ich gebe denen jetzt mal hier eine schon stärkere Unschärfe, als er benutzt hat. Aber sieht man, die ragt dann hinaus. Das kann gut sein. Also es bringt ein Leuchten ins Bild, unter Umständen. Unter Umständen kann es aber auch schlecht sein. Deswegen mache ich das an der Stelle ein klein wenig anders. Ich schrumpfe erstmal den Pfad. Ich nehme hier 5-mal bei mir. Das kommt ein bisschen auf die... Nee, mal zurück.
Das kommt ein bisschen auf die Größe drauf an, wie die Grundform ist, die Größe der Grundform. Also das kann man jetzt sagen, schrumpft es fünfmal oder schrumpft es sechsmal. Hier ist es bei mir fünf. Es würde auch wahrscheinlich vier lang. Ja, Hauptsache wir schrumpfen das ein kleines bisschen, dass das in der Originalgröße ein kleines bisschen kleiner ist. So, und jetzt machen wir ganz einfach das, was Richard gemacht hat. Ups. Wir selektieren uns hier die Knoten bloß. Er hat die hier mit selektiert und machen die nochmal mit der Kommataste ein klein wenig kleiner. Was natürlich jetzt passiert, ist ganz einfach, wenn man näher rangeht, sieht man das. Ja, es wird natürlich asymmetrisch. Das heißt, wir müssen diese dann einfach mal nochmal selektieren und schieben die wieder rüber. Und die hier können wir sogar lassen, würde ich sagen. Bei denen ich hier einfach nochmal nach oben ein bisschen nach oben schiebe. So. So. Damit wäre die zweite Form fertig. Und jetzt fangen wir erstmal an, das Ganze zu färben. Holen wir uns mal die Farbpalette ein kleines bisschen näher. Das fetzt mir mal nicht. So. Wir selektieren also die Grundform, die rote Form, sieht man hier, dass die rote ist. Dem geben wir hier den dunklen Farbwert. Dem zweiten hier gebe ich erstmal den hellen. Und dann wechseln wir aufs Werkzeug Farbverläufe bearbeiten und erstellen. Stellen hier auf radialen Farbverlauf. Ein Doppelklick stellt den Farbverlauf her. Der Innenpunkt ist schon das helle Gelb. Dem Außenpunkt selektieren wir einfach jetzt, gehen hier auf das Pipettenwerkzeug und selektieren die entsprechende Farbe. Dann versetze ich mir den Farbverlauf noch ein bisschen. Ich versetze nach unten. Richard hat ihn nach oben versetzt. Das sage ich auch gleich im Anschluss ein bisschen warum. Na. Und dann drehe ich den hier einfach. Und den schiebe ich ein bisschen nach innen. So. Ganz einfach, Richard zeichnet dann im Anschluss hier, wie wir dann auch noch ein Highlight. Und das Highlight verdeckt dann die Masse der Farben, also den Farbmittelpunkt hier hochzusetzen. Und also hier ungefähr hat er, glaube ich, hingesetzt. Die Endpunkte ziemlich nah zu schieben, heißt im Endeffekt, er hat fast ausschließlich nur die eine Farbe verwendet. Aber das sieht man nicht unbedingt, aber naja, egal, ich mache es ein klein wenig anders. Okay, dann geben wir dem Ganzen eine Unschärfe. Auch hier kommt es wieder darauf an, wie groß es ist. Ich nehme hier die Unschärfe, ich denke mal 3,5. Man sieht es vom Prinzip her. Die Fläche wird ein klein wenig größer. Gehen wir ein bisschen näher ran. Dann sehen wir es hier. Unten sehen wir es auch, dass sie jetzt hier rüber rausragt. Auch bei mir also schon. Aber das ist nicht ganz so stark. Okay, dann geht's weiter. Und zwar, indem wir die entsprechenden Highlights setzen. Das brauchen wir erstmal nicht. Können wir also rüber schieben. So, dazu malen wir uns mit dem Werkzeug Kreise und Ellipsen. Erstellen einfach mal so eine Ellipse. So, da geben wir mal eine bisschen andere Farbe und dann setze ich die erstmal hier hin und dann drehen wir die ganze Show. Um das Ganze zu sehen, wo man es hinsetzt, nehme ich dem erstmal ein bisschen Farbwert. Passt mir schon fast. Kleines bisschen mehr gerade so. So, in etwa gefällt mir das. Dann selektieren wir die Originalfarbfläche, machen davon mit STRG D ein Duplikat, selektieren die andere Fläche noch dazu und über STRG Sternchen oder ups, STRG Sternchen oder Pfadüberschneidung schneiden wir das Ganze dementsprechend aus. Richard
hat hier zum Beispiel vorher noch in Pfad umgewandelt, ist nicht nötig, weil es wird automatisch hinterher in den Pfad umgewandelt. Dann färben wir das Ganze mal weiß, setzen die Sichtbarkeit hoch. Jetzt gehen wir auf Pfad und dynamischen Versatz. Versetzen den Punkt ein bisschen stärker nach innen, so. Wandeln das Ganze nochmal im Pfad um. Jetzt sieht man warum. Sind einfach mehr Knotenpunkte und gehen nochmal auf dynamischen Versatz. Und etwa ein kleines Stück noch. So. Dem Ganzen geben wir jetzt im Endeffekt noch einen Farbverlauf, aber diesmal einen linearen. Also aufs Farbverlaufswerkzeug gehen, hier oben linear einstellen, Doppelklick, wär's das. So, dann setzen wir hier den voll weißen Punkt nach oben und den Punkt mit der Transparenz nach unten. Ich mache an der Stelle, ich gebe solchen Dingen immer noch einen Blur. Ja, hier würde 3 reichen. Und dann sehe ich, dass hier oben ist mir noch zu dicht dran. Dann gebe ich das lieber so, oder? Vielleicht noch ein bisschen mal weg. Und dann lieber den hier noch ein Stück hochsetzen. Oder ne, ein Stück nach unten. So. Ja, so. So ungefähr. Dann geht es weiter mit den Highlights. Wir gehen einfach mit der Plus-Taste ein Stück näher ran, wählen das Werkzeug gerade Linien und Bezirkkurven zeichnen und auch hier setze ich ganz bewusst meine Knoten. Ups. Dem geben wir ganz einfach eine weiße Füllung, nehmen dem die Konturfarbe. Richard rundet hier an der Stelle noch die Knoten ab, ist gar nicht notwendig, weil wenn wir dem eine Unschärfe geben, jetzt sieht man sowieso nicht mehr, dass das Ecken sind. Ich gebe dem hier jetzt eine Unschärfe von 11 ist das zurzeit. Das kommt immer, wie gesagt, auf die Größe drauf an. Und dann nehme ich dem noch etwas die Sichtbarkeit. Ich probiere erstmal 80% wollte ich probieren, nicht 100. Ja, ich glaube noch 70. Ja, 70 denke ich mal reicht. Kontrolle. Ja. Das gleiche machen wir hier unten in den Tropfen. Auch dem geben wir eine weiße Füllung, nehmen die Konturfarbe. Hier gebe ich nicht ganz so viel Unschärfe und setze dafür die Objektsichtbarkeit stärker herab und den Knoten setze ich einfach mal nochmal oben. Nur den Knoten. Naja, Kontrolle. Ja, ist ein bisschen groß geworden. Bisschen viel. Was alles kein Beinbruch. Wir klären mal ein bisschen noch Sicherheit. Ah, das steht ja noch auf 60%. 50. Ja. Sieht schon ganz anders aus. Hier machen wir noch dasselbe. Ups. So.
Das geht schon so. So. Und dann sehen wir, haben wir die Highlights schon gezeichnet. Was wir dann noch brauchen, ich setze das einfach mal noch ein Stück nach unten hier. So. Ist hier unten diesen Fleck. Den müssen wir jetzt allerdings abrunden. Ups. Hallo. So, jetzt. Und dann gehen wir einfach auf Knoten abrunden. Ich setze hier ganz einfach die obere Tangente nach innen. Das ist hier. Ne? Sonst sieht das hier einfach zu bucklig aus. Hier sieht man das noch ein bisschen. So. Ja, sieht schon besser aus. Und die nehme ich jetzt einfach ein kleines bisschen nach oben. So. So. Jawohl. Auch dem geben wir jetzt eine entsprechende Farbverlaufsfüllung. Wir wählen erstmal die Farbe. Gehen auf das Farbverlaufswerkzeug. Radialen Farbverlauf, Doppelklick aktiviert den Farbverlauf, selektieren die Endfarbe und nee, verkehrt rum, aber das ist kein Beinbruch. Wir drehen einfach mit Shift R den Farbverlauf um, wenn wir einfach vorher das Farbverlaufswerkzeug wählen. So, und wählen ganz einfach den inneren. Und wählen die mittlere Farbe. Jetzt können wir ein klein wenig rangehen. Jetzt müssten wir das eigentlich so sehen, oder? Irgendwas stimmt hier nicht. Dann wählen wir uns halt für die mittlere und die dunklere Farbe, so rum war es. So. So, nehmen die Konturfarbe. Und jetzt versetzen wir unseren Farblauf. Gehen dazu ein Stück näher ran. Den Mittelpunkt setzen wir ganz nach unten. So, ein kleines bisschen höher vielleicht. So. Und dann ziehen wir den Farbpunkt hier. Es ist bei mir ganz gemein, wenn ich Rekord meinen Desktop laufen habe und spielt meine Maus mir manchmal Streiche. Das ziehen wir ein bisschen hoch. Und das schieben wir einfach ein bisschen rein. Und ich glaube, das können wir ruhig noch ein bisschen nach links. Und ein kleines wenig noch umsetzen. So. So, gefällt mir das schon. Auch hier setzen wir einfach ganz schnell ein paar Highlights. Zack. Ups. Zack. Gehst du weg. So. Und vielleicht hier noch ein. Größer ist, nehmen wir dem hier die Sichtbarkeit. So ungefähr, und dann stelle ich mal fest, das ist ja hinten einfach zu blöd. Und dann versetze ich mir den Knoten. Uff. So. Fernkontrolle, ja, passt. Dann machen wir von dem Ganzen noch ein Duplikat. Mit STRG D ganz einfach, geben den eine schwarze Füllung und eine Unschärfe vom Faktor 3,
Erstmal und die Objektsichtbarkeit setzen wir auf 50 zurück. Das sind meine Standardeinstellungen, die ich immer für Schatten verwende. Und dann setzen wir das ganz einfach mit der Maustaste ganz einfach ein Stück nach unten. So, das wird zu viel. So, setzen Sie das mit der Endetaste ganz nach hinten. Und dann sieht man, kann man schon erkennen, was es werden soll. Und ich sehe, das ist ein bisschen zu viel. Und jetzt ragt es oben hinaus, das wollen wir nicht. Also skalieren wir das auf die Tour ein klein wenig noch runter. Ups. Und dann haben wir dem ganzen korrekten Schatten verpasst. Ein bisschen groß vielleicht. So. Passt eher, ne? So, jetzt geht's weiter mit dem Stiel. Dafür machen wir uns, erstmal färben wir das. Und zwar färben wir das auch mit dem radialen Farbverlauf. Und zwar mit von diesem zu diesem. Hier lasse ich den Farbverlauf einfach so stehen. Gefällt mir gleich auf Anhieb. Machen davon nochmal ein Duplikat. Dem geben wir dieses dunkle Braun als Füllung. Gehen ein bisschen näher ran. Setzen es mit der Endetaste ganz nach unten und dann schieben wir es einfach mit den Cursor-Tasten ein Stück nach rechts. Ja, das war zu viel. So. So, denke ich, reicht es. So, was wir jetzt noch brauchen, ist hier die Holzmaserung. Hier weiche ich auch vom Richard seinem gezeigten etwas ab. Und zwar macht er auch ein Duplikat, wählt auch das Werkzeug kalligraphische Linien zeichnen, setzt die Linienbreite ganz sehr nach unten und dann fängt er an, hier von oben und unten wie so ein Bilder zu malen. Wenn man das Kalligrafie-Werkzeug wählt, kann man zwar hier die Breite bestimmen, aber die Breite wird bei einem Kalligrafie-Werkzeug auch immer bestimmt, ganz einfach von der Geschwindigkeit, die man erreicht. Und wenn ich jetzt hier auf eine kurze Strecke, ich zeige es mal einfach. Ich male jetzt hier einen langsamen Strich, dann hat er fast die gleiche Breite. Ich male jetzt mal einen Strich, mit dem ich langsam beginne, und dann schneller wäre und dann sieht man das. Und hier hinten bin ich dann klein wenig langsamer geworden und die Strichlinie wird wieder breiter. Also es ist wirklich eine kalligrafische Linie, als wenn wir halt mit dem entsprechenden Federwerkzeug arbeiten würden. Geschwindigkeit bestimmt ebenfalls die Strichbreite und vom Prinzip her wollen wir ja schöne natürliche Linien mit unterschiedlichen Strichbreiten. Und das erreiche ich einfach auf die kurze Linie, ne? Dafür brauche ich ein bisschen Platz. Und dann am besten bei uns normalen Mitteleuropäer und von links nach rechts, ist klar. Das ist unsere Hand einfach so wind und auf diese Tour geht es einfach schneller. Und dann mache ich mir hier so die entsprechenden Linien halt. So, ich mache dann immer ganz so viele. Ich bin halt faul. Ich nehme dann lieber die entsprechenden Linien, dupliziere die. Okay. Und setze die mir hier so zusammen. Na, gehst du. So. Ist ganz wie gesagt. Erstmal mit STRG plus vereinigt das, dann mache ich da ein Duplikat davon, verschiebe das einfach nach unten, ein kleines bisschen nach links oder rechts, damit das nachher nicht ganz so auffällt. Ups, was war denn das? Kein Duplikat gemacht. So, machen wir ruhig noch eins. So, halt. Dann
wieder vereigen mit Steuerung Plus oder über Pfadvereinigung die ganzen Pfade. Dann drehe ich mir das schon mal so in die Richtung, dass es passt. Nicht ganz gerade, dass es exakt die gleiche Richtung hat. Und skaliere mal das mal ein kleines bisschen kleiner. Wie sieht das aus? Ja. So, den hebe ich jetzt einfach mal mit der Bild-Hochtaste ein kleines Stück nach oben. Und dann macht er, ups, Richard noch etwas anderes. Er maskiert das, ich mache das nicht. So, er maskiert das und ich mache ganz einfach hier mit Steuerung Sternchen oder über Pfadüberschneidung das Ganze so. Ich mag Maskierungen nämlich nicht. Und dann setzen wir uns das Ganze hier an die entsprechende Stelle und senken das mit der Bild-Up-Taste im Stapel entsprechend nach unten. Geben dem noch die korrekte Farbe, das ist das oberste Braun hier. Zack, ich glaube allerdings, dass das noch nicht ganz das Braun ist. So, jetzt passt das. Dann fehlen noch zwei Dinge, nämlich Schatten. Auch hier macht der Richard eine Sache, die mir einfach zu viel Zeit kostet. Ich mache das ganz einfach so. Ich zeichne hier ein entsprechendes Schattenobjekt. So, dann selektiere ich hier halt. Na gut, schieben wir das erstmal ein bisschen beiseite, nehmen wir das. Jetzt haben wir es. Machen davon ein Duplikat, selektieren das zweite Werkzeug, das zweite Objekt mit und Steuerung Sternchen wieder oder eben Pfadüberschneidung. So, das setzen wir uns jetzt entsprechend wieder mit der Cursor-Taste zurück. So, dann setzen wir das mit der Bild-Up-Taste entsprechend in der Reihenfolge herunter. Runden hier unten den einen Knoten ganz einfach ab oder ich mache den symmetrisch. Und ich glaube, den müssen wir nach oben setzen. Halt, noch ein bisschen nach oben setzen. So, dann setzen wir einfach die Objektsichtbarkeit herab. Nehme natürlich noch die Konturlinie. Und dann gebe ich dem hier eine ganz leichte Unschärfe von 0,6 oder 8. Probieren wir mal 8. Ja. Und dann hätten wir schon den einen Schatten. Wenn das jetzt zu viel ist, verschieben wir das einfach ein bisschen nach oben. Ups, ja. Spiel keine Streiche. So. Fast. So. Dann fehlt noch der Schatten für das gesamte Objekt. Halt. Minus statt Plus. Dafür selektiere ich mir einfach hier die braune Fläche und unser Original Orange. Habe ich das jetzt? Ja. Und hier die braune. Mache davon ein Duplikat. Mit Steuerung Plus vereinige ich das zu einer Fläche. Mache das ganz einfach erstmal schwarz. Setze mir das mit der Endetaste ganz nach hinten. Und dann gehe ich ein kleines bisschen weg, dass ich das besser sehe. Und dann stauche ich das erstmal. Und zwar so. Und so. Und ein bisschen so.
Und dann setze ich das hier unten wieder hin, dass das hier in die Richtung passt. Und dann ziehe ich das hier so. Und vielleicht stauche ich das nochmal von oben. Ja, so. Das Ganze filmen wir jetzt mit einem linearen Farbverlauf, also aufs Farbverlaufswerkzeug gehen, hier oben lineare Farbverläufe einstellen, Doppelklick auf das entsprechende Objekt und dann versetzen wir die entsprechenden Endknoten. Das setzen wir hier ziemlich weit nach unten und das nach oben, so ungefähr. Und dem Ganzen geben wir dann ganz einfach noch eine Unschärfe von 2 oder 3. Ich nehme mal 3. Und ein klein wenig Objektsichtbarkeit, glaube ich, hier auch mal. So, schon haben wir meinen Schatten. Und vom Prinzip her ist unser lecker orangen Stiel am Eis, Eis am Stiel, fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.